Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen. Ich bin euer Theo und das ist eine weitere Ausgabe von Schwarz-Weiß. In diesem Video werfen wir einen Blick auf das Staffelfinale von Marvels Moon Knight. Bleibt dran! Marvels neueste Serie Moon Knight hat mich ja nicht unbedingt ganz besonders abgeholt. Ich sah die Serie immer etwas kritisch. Trotzdem muss man sagen, sie haben mit der sechsten Episode und dem Finale der Serie oder der Staffel den Bogen nochmal rumgerissen. Sie haben die Kurve nochmal gekriegt. Die sechste Folge ist mit Abstand die beste. Sie bringt Action, sie bringt Charakterentwicklung und vor allem sie bringt uns endlich mehr und sinnvoll in die ägyptische Mythologie innerhalb des Marvel-Universums hinein. Auch in den Charakter Mark. Und die beste Entwicklung hat Layla für mich in der sechsten Folge durchgemacht. Ich will jetzt nicht zu viel verraten und ich hoffe, ihr habt die Serie die sechste Folge mittlerweile schon gesehen, denn wie Layla in dieser Serie, in dieser Folge zum ägyptischen Superhelden wird, dessen Namen wir noch nicht kennen, war der Plot-Twist, den ich mir erwartet hatte und den ich auch nicht kommen gesehen habe. Und das finde ich spannend und ist ein definitiver Pluspunkt für das Serienfinale. Der Endkampf und innerhalb mit den einzelnen Charakteren machte endlich Spaß. Genau diesen Vibe, genau dieses Feeling von dieser Dreier- oder Fünfer-Konstellation, wenn wir Amit und Khonshu mit dazu zählen, ist mir so sehr abgegangen. Und alles in allem hätte man, wenn man sich auf diese Highlights konzentriert, generell die Highlights der zuvor gesendeten 5 Folgen, in einen Film komprimiert hätte, mehr und effektiver das Publikum erreicht und abgeholt. Ich finde, alles in allem ist das Serienformat für Moon Knight falsch gewählt. Zumindest, wenn man sich auf die reine Origin des Charakters fokussiert und konzentriert. Was für mich der Inhalt der Serie ist. Die Serie ist die Origin von Moon Knight. Und alles in allem, diese Origin ausgedehnt auf 6 Episoden, gab die Storyline einfach nicht her. Für mein Empfinden gab es zu viele Lückenfüller, zu viele Handlungsstränge, die ins Nichts laufen und nur dazu da sind, um auf 6 Folgen zu kommen. So hätte man durchaus die ersten beiden Folgen in 20 Minuten, 30 Minuten erzählen können. Der Mittelteil der Serie, die Schnitzeljagd in Ägypten um das Grab von Amit, hätte man ebenso auf 30 Minuten zusammenkürzen können, ohne dass Inhalt verloren ginge. Aber um wieder zurückzukommen zur 6. Folge, da wo diese Fäden dann zusammengelaufen sind, da wo wir die Auflösung bekommen haben von der Zwischenwelt, von dem Hin- und Her-Switchen der beiden Charaktere Steve und Mark, das große Fragezeichen zu dem dritten Charakter innerhalb der Konstellation wurde schön aufgelöst und endlich fertig erzählt. Hier das Publikum 6 Wochen lang, ich will jetzt sagen, auf die Folter zu spannen, könnte man A als dramaturgische Spannungssteigerung empfinden oder so wie es für mich ist, als verschwendete Zeit. Es ist die große
Nachwehe dieser Serie für mich, dass es mir 6 Wochen Zeit gekostet hat, hier zu diesem Endergebnis zu kommen. Auch wie gesagt, wenn mir der Endkampf oder der Finalkampf zwischen Khonshu Amit, Arthur und Layla und Moon Knight sehr gefallen hat, wo die Action endlich da war und auch die Effekte toll waren mit gleichzeitig gutem Storytelling, fragt man sich, warum das Ganze? Warum nicht in 2 Stunden Kinofilm packen und ihr einen spannenden Abend genießen? Das hätte definitiv mehr Spannung, mehr Befriedigung und mehr Spaß gemacht. Wie bei Marvel typisch haben wir auch hier wieder eine Post-Credit-Scene, wo wir Arthur nochmal sehen, wo wir Khonshu nochmal sehen und die Auflösung präsentiert bekommen, was es denn mit diesen harten Schnitten von Moon Knight, von Mark und Steve zu tun hat, wo weder der eine noch der andere Herr über seinen Körper war. Es ist nach dem Finale, nachdem Khonshu Mark und Steve freigegeben hat, die Auflösung dazu, wie uns das Marvel-Universum Khonshu auch weiterhin präsentieren will. Mit der dritten Persönlichkeit. Das ist, finde ich, schön gemacht. Das hat mich auch abgeholt. Das ist wieder dieses typische Marvel-Feeling, das ich die ganzen letzten 5 Wochen erwartet, vermisst und nicht präsentiert bekommen habe. Auf der einen Seite ist es schön und auch dramaturgisch gut, dass man einen Plot-Twist bis zum Schluss aufgehoben hat und diesen dann in der Post-Credit-Scene auflöst. Auf der anderen Seite hat man vielleicht Potenzial verschenkt. Nichtsdestotrotz hat Marvels Moon Knight mit der 6. Folge und der Post-Credit-Scene für mich nochmal die Kurve gekriegt, um kein kompletter Flop zu sein und auch Erwartungen und Spannung auszulösen für weitere Auftritte von Khonshu und Moon Knight. Vor allem Erwartungen, wie noch die ägyptische Mythologie im Marvel Cinematic Universe ausgebaut und präsentiert wird. Das alles war schon interessant und spannend mitzuverfolgen, beziehungsweise zu sehen, wie es vorbereitet wird. Es ist für mich eine Vorbereitung auf künftige Projekte. Wie fandet ihr die Serie? Wie steht ihr zum Finale und wie hat euch die Post-Credit-Scene abgeholt? Ja, in diesem Sinne, für mich gibt es zu der Serie nicht wirklich mehr zu erzählen, da ich jetzt nicht unbedingt gehypt wurde, aber trotzdem will ich der Serie Respekt zollen, will ich Oscar Isaac Respekt zollen. Das ist für mich die absolut top beste Leistung in dieser Serie, das Spiel von Oscar Isaac mit seinen 3,5 Persönlichkeiten. In diesem Sinne, das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.